Was zum Geier ist ein Synth überhaupt? Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Kauf meine Waffe. Thank you.
Hört her! Hört mal alle her! Die Zeiten sind hart, aber dieses Festmahl beweist, dass wir die Dinge ändern können. Gut, ich weiß, dass Festlandbewohner für alle möglichen Untaten verantwortlich sind. Aber das hier ist jemand ganz Besonderes. Jemand, der den Kapitänstanz überlebt hat. Ehrlich, ich habe es gesehen. Was mich betrifft, ist er also kein Festlandbewohner mehr. Er ist einer von uns. Jaha! Festlandbewohner. Hey! Der Köderladen hat alles, was der du Kapitän brauchst. Teddy! Wenn diese Holzköpfe dir jetzt nicht vertrauen. Naja, drauf geschissen, nicht wahr? Jetzt sollten die Leute gesprächiger sein. Vielleicht haben sie sogar Arbeit für dich. Sprich mal mit Mitch im North Plank. Brauchst du sonst noch was, Teddy? Du gibst einfach nicht auf. Nein, ich brauche überhaupt nichts. Hier, bitte. Und wenn du Lust hast, misch dich unter die Leute. Ist schließlich deine Party. Trinken wir auf dich. Der Kapitänstanz. Wow. Entschuldigung? Ich habe alles gesehen. Die Königin. Scheiße. Trinken wir auf dich. Trinken wir auf dich. Noch einen Patienten verloren. André. Aus dem Weg, alle miteinander. Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das getan. So sieht ein echt harter Hund aus. Wir haben dich da wohl alle falsch eingeschätzt. Nun, Captain Avery nicht. Gut, die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Hier, eine Runde aufs Haus. Das ist sehr freundlich von dir. Bei uns kommen ständig Festlandbewohner rein und raus. Diebe und Mörder sind die Schlimmsten. Alle anderen enden mit dem Gesicht nach unten im Hafen. Aber nicht du. Mitch, ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen, aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Was stimmt mit seinem Onkel nicht? Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln vor Gott weiß was. Hör zu, so ungern ich auch frage. Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen. Ich bezahle dich natürlich. Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf, er lebt seine Fallen. Danke, dass du Mitch geholfen hast. Mister, ich muss mit dir reden. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Ich kann vielleicht helfen, aber ich will dein Geld nicht. Es stimmt, was sie über dich sagen. Aber wenn du mir hilfst, zahle ich auch. Harbor-Bewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Sägemühle am Echo Lake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Harbor-Bewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen. Weißt du, du bist ein ziemlich bemerkenswertes kleines Mädchen. Kann sein. Ich will nur nicht, dass meine Leute auf diesem Pier sterben. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Thank you.
Du hast sie erledigt. Entschuldigung? Du hast sie erledigt. Du hast die Trotter erledigt. Alle tot. Der Nebel ist durch. Das Land gehört wieder mir. Als Dank kannst du gehen, bevor ich wieder jagen und töten muss. Wer bist du? Mein Name. Mein Name ist Malcolm. Malcolm. Mir gehört das Land. Der Nebel kam und ich blieb. Ich atmete ihn tief ein, schloss meinen Frieden mit ihm. Ich soll das Sägewerk für Fahaba in Besitz nehmen. Das ist mein Land. Die Fremden sollen wegbleiben. Oder lass sie kommen. Schick sie mir. Schick sie mir alle. Und dann jag ich sie. Nehm mir ihre Ausrüstung. Zerteil das Fleisch. Den Rest kriegt der Nebel. Wie sieht's aus? Ich hab Kronkorken. Es soll dein Schaden nicht sein. Beim Mord mache ich nicht mit. Dann bringst du mir nichts. Oh, das nenne ich mal Feuerkraft. Die Seefahrerin sagt, dass die Insel lebt und sie möchte uns töten. Waffen, Munition und Souvenirs. Nur solange der Vorrat reicht. Nahrung, Stimpaks, alles auf Lager. Bist du zum Handeln hier? Sag mal, was du da hast. Keine faulen Tricks. Bisher hatte ich noch nie einen anständigen Fisch gefangen. Ich habe das Sägewerk für euch gesäubert. Wir müssen zum Captain. Hier, die Bezahlung. Mir egal, ob du sie willst. Die Leute verlassen weiter die Insel. Immer her damit, Insel. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkehren. Du wirst schon sehen. Da sind Dinge draußen im tiefen Nebel. Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Also, wenn du dies, das, Schrott oder Krimskrams brauchst, dann bist du hier richtig. Bertha! Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit für dich, Kleine. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert.
Sägemühle ist sicher. Vorerst zumindest. Wir müssen also schnell handeln. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut. Haberbewohner brauchen eigenes Land zum Beschützen und Besitzen. Ich hab mich in dir getäuscht. Was? Nicht du. Du. Bertha kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Dann wird es uns sogar gut gehen. Ich kann auch mithelfen. Wirklich? Dann steigen ihre Chancen sogar. Gib ihnen die Nebelkondensatoren, Avery. Nun, ich halte dich nicht auf. Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Und nimm das hier. Du überrascht mich immer wieder. Essen fort. Dock hinten. Der Köderladen. Hey, Doc. Suchst du einen Arzt? Wie kann der Köderladen dir helfen? Handeln wir. Sehr gerne. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Hallo, Bertha. Wir alle im Müll schulden dir was. Captain? Ich will ehrlich zu dir sein. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Ich helfe gern nach Kräften mit. Wenn du das sagst. Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. In Ordnung. Ich mach mich auf den Weg. Gut. Unser Wasser geht schon bald zur Neige. Essen vorne, Dock hinten. Der Köderladen. Brooks. Wenn ich niedergeschlagen bin, muntert mich ein kleiner Handel wieder auf. Zeig mal, was du so hast. Sehr gerne. Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Mann. Hey, du da! Bist du der Detektiv, von dem ich gehört habe? Das kann man wohl so sagen.
Oh, wunderbar. Ich war mir nicht sicher, wie ich dich hätte finden sollen. Ich konnte niemanden von der örtlichen Polizei finden, diese Halunken. Ich will keine Panik auslösen, aber es könnte einen Mord gegeben haben und wir brauchen einen von außen. Wo fand das Verbrechen statt? Im Cliff's Edge Hotel, nördlich der Stadt. Bitte, hilf uns. Jeden Moment, den wir warten, sind unsere Gäste in Gefahr. Wer ist das Opfer? Also, wir wollen das aus der Presse raushalten, aber es geht um Ezra Parker, den Geldgeber des Hotels. Hilfst du uns, dieses hinterhältige Verbrechen zu klären? Wer sind deine Arbeitgeber? Ich sollte es hier draußen nicht sagen, aber meine Auftraggeber sind sehr reich und die anderen Gäste des Hotels auch. Hilfst du uns? Der Mörder könnte noch immer auf freiem Fuß sein. Wer sind deine Arbeitgeber? Ich fürchte, mehr kann ich gerade nicht sagen. Bitte, hilf uns. Jeden Moment, den wir warten, sind unsere Gäste in Gefahr. Okay, ich helfe. Gott sei Dank. Soll ich dich jetzt zum Cliff's Edge Hotel bringen? Ja, gehen wir. Gut, dann brechen wir auf. Zeit war wohl nicht nur die Polizei nachlässig, der Bauinspektor der Insel sollte gefeuert werden.